Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zu einem neuen Unboxing. Und zwar von Echt Power, einen Nintendo Switch Controller. Steht auch hier Wireless Controller von Nintendo Switch. Ich hatte den schon mal ausgepackt im normalen alten Format von der Seite und fand ich dann nicht so schön. Deswegen nochmal von oben. Hier oben haben wir dann stehen, dass wir eine Turbo-Funktion haben. Wir haben Dual-Vibration, also auf linken und rechten Seite befindet sich ein Vibrationsmotor. Wir haben Wireless-Control, also dass er mit Wireless an der Switch angeschlossen wird. Und Motion-Sensor, also praktisch das Bewegungssteuerung. Ja, naja, da brauchen wir jetzt nicht so viel drüber reden, ob die jetzt alle so echt sind, aber egal. Und dann haben wir auf der Rückseite nochmal stehen. Ich versuche mal ein bisschen ranzuzoomen. So. Da haben wir nochmal stehen, was im Pack enthalten ist. Ich mach mal. So, ich habe mal den ISO-Wert ein bisschen runter geregelt. Also, wir haben in dem Packinhalt haben wir ein Gamepad, einen USB-Kabel und ein User Manual. Und hier stehen dann halt auch die Werte: DC 4,5 bis 5,5 Volt, also Input vom USB. Change sind 5 Volt. Der braucht 2 bis 3 Stunden zum Aufladen und die Wireless Connect Distanz beträgt 10 Meter. So, dann werden wir das gute Stück mal auspacken. So. Dann haben wir hier einmal den USB-Kabel und es ist ein, ich hoffe, ihr könnt es vernünftig sehen, es ist ein fucking USB-C-Kabel. Kein Mikro oder Mini oder hast du nicht gesehen, ein USB-C-Kabel. Endlich. Ich wäre sowieso dafür, damit sie das Standard für alles machen. Mit den ganzen Ladegeräten, mit denen auf dem Puffer. Dann haben wir hier noch eine Anleitung. Aber die ist wirklich sehr, sehr klein geschrieben, die Schrift. Also ich habe wirklich echt zu tun gehabt, um das durchzusehen, wie das genau, was die von mir wollen, weil die Schrift so klein ist. Ich muss mich so konzentrieren, obwohl ich Brille auf hatte. So. Dadurch ist meiner ja schon mal verbunden, aber das macht nichts. Ich zeige euch das alles. So. Hier steht dann halt, dass man vor Inbetriebnahme halt voll laden soll. Da ist aber Strom schon drauf gewesen. Also werden wir das jetzt einfach mal so testen. Und zwar in der Anleitung steht, wie wir den verbinden müssen. Das ist hier hinten der Sync-Knopf. Wir haben auch hier Schultertasten, wir haben auch eine Turbo-Funktion. Da kommen wir nachher zu. Und wenn ihr das einmal verbunden habt mit der Switch, braucht ihr nur noch den Home-Taste, die Home-Taste drücken. Ich zeige euch das mal. Ich hole mal die Switch dafür hierher. So. Hoppala. Der Standfuß von der, also der Ständer hier von der Switch, der ist echt so lächerlich. Ich hoffe, man sieht es halbwegs. So, und ich brauche jetzt eigentlich nur noch das Haus-Symbol drücken und dann verbindet er sich und dann einfach mit A und bestätigen. Aber am Anfang ist er natürlich nicht da drin. Also müssen wir ihn erstmal einbinden. Dafür gehen wir mit eurem, nimmt er den normalen Controller, geht da unten im Menü, also auf der Hauptseite, auf Controller, dort einmal bestätigen.
dann Controller und Reihenfolge ändern. Dann kommt ihr in dieses Menü und da müsst ihr dann die Taste drücken. Ich zeige euch auch gleich. So, dann geht das ziemlich schnell. Und da ist er auch schon verbunden. Und dann können wir mit A bestätigen und rausgehen. Und und wir sind dann jederzeit wieder, wenn wir das Haussymbol drücken, am Start. Das ist jetzt Vorführeffekt. Ja, komm. Ey, hat die ganze Zeit geklappt. Nur weil ich ihn jetzt immer rausgenommen habe. Okay, er will nicht mehr. Ja, dann müssen wir. Doch, jetzt ist er wieder verbunden. Ich werde nochmal verbinden. Jetzt drücke ich halt nur die Haustaste. Das steht auch in der Anleitung, wenn das mal sein sollte, dass, wenn er verbunden ist und nicht gleich gefunden wird, soll man das so machen, da rein. Haustaste drücken, weil er ist ja schon einmal drin gewesen. A drücken. Schließen. Jetzt testen wir es nochmal. So, ein Standby versetzen. Der Controller ist aus. Und wir drücken jetzt einfach mal die Haustaste. Und wir sind gleich verbunden. Es funktioniert. So. Können wir die Switch wegpacken und können uns dem Controller widmen. Der Controller ist vom Design her, naja, so Nintendo-Controller, Xbox-Controller, die nehmen sich ja nicht viel. Nintendo hat ja hier oben diese Einbuchtung, obwohl Xbox die ja mittlerweile auch hat. Wir haben hier oben dann Plus und Minus, also hier ist Plus, da ist Minus. Hier haben wir die Taste für Screenshots machen. Hier ist die Turbo-Funktion. Hier ist das Haus. Linker und rechter Analogstick. Steuerkreuz. Und natürlich die Tasten. Die funktionieren alle wunderbar. Aber der hat ein paar optische Besonderheiten, die ich euch gleich zeigen werde noch. Ich will euch nur erstmal erklären. Also, die finde ich ganz gut. Aber die könnten ein Stück größer sein, die Kreise. Ist halt dieser Standard, diese Standardgröße. Aber für meine dicken Finger, ich würde mir ein bisschen größer wünschen. Aber für alle anderen scheint das wohl okay zu sein. Und die Turbo-Funktion, da oben ist er, die funktioniert ganz einfach. Ihr drückt einfach die Knöpfe, also jetzt zum Beispiel R1 und A, und drückt dann die Turbo-Knopf und lasst dann los. Und dann ist diese bei Turbo eingespeist. Und dann drückt er die Turbo, den Turbo-Knopf und dann macht er die ganze Zeit die Knöpfe drücken. Steht auch alles in der Anleitung super erklärt. Ich habe mir über die Schultertasten habe ich mir noch nicht so viel Gedanken gemacht, also habe auch noch nicht nachgelesen, weil das ist jetzt eher für mich uninteressant. Die Schultertasten. Oh. So, ich mache mal jetzt so, dass. So, dann können wir vielleicht ein bisschen mehr sehen. So. So, könnt ihr halt am besten sehen. Ich finde halt sehr stylisch, dass halt hier der jetzt blau ist und hier ist ein blauer Strich. Der ist rot und mit dem roten Strich, so wie halt auf der Verpackung auch angegeben ist. Rot-blaue, das sind, denke ich mal, wegen den Farben von Mario. Ja, hier oben steht dann Echtpower nochmal drauf. So, jetzt haben wir hier die Schultertasten. Und ihr seht jetzt hier schon, das ist eins, was mir, ein Element, was mir sehr, sehr gut gefällt. Ich hoffe, das geht halbwegs so drauf. Das ist kein Aufkleber. So sieht das ein bisschen besser. Das ist, wie ihr seht, ist Tarnfarbe, Camouflage, aber es ist kein Aufkleber. Das Plastik ist einfach nur an verschiedenen Stellen angeraut mit Linien und die gehen entweder so lang, hoch und von oben nach unten, von links nach rechts oder schräg und dadurch entsteht so ein geiles Camouflage-Muster. Auch ist halt schwer unten drunter.
Ich hoffe, ihr seht es so ein bisschen. Ich versuche so langsam ein bisschen näher zu kommen, dass die Kamera ein bisschen den Fokus beibehält. Das finde ich saugeil, ehrlich gesagt. Die Schultertasten sind auch gut angebracht, dass selbst ich mit meinen dicken Knubbelfingern die gut bedienen kann. Aber ich komme da meistens nicht mit klar, ich bin da zu alt für. Und hier unten unter diesem Strich, bei Rot und bei Blau, haben wir hier auch nochmal so eine Gummischicht. Die Gummischicht ist komplett ringsherum. So. Die ist komplett ringsherum. Dadurch hat er wirklich einen extrem guten Sitz in der Hand, der Controller. Der liegt wirklich sehr, sehr gut in der Hand. Und selbst hier, ich komme mit meinen dicken Pfoten da hinten super ran. Auch die Schultertasten sind sehr gut zu bedienen. Also er liegt wirklich sehr, sehr gut in der Hand. Ich bin wirklich positiv überrascht. Und das ist halt das so ein Highlight, das so ein Hingucker. Das finde ich so geil. Nur durch verschiedene Seiten anrauen. Das ist richtig Hammer. Dann haben wir halt, wie gesagt, ein USB-C-Kabel, Ladekabel mit bei, was auch, wie ihr seht, ziemlich lang ist, was sehr gut ist. Und eine deutsche Anleitung, wie das funktioniert. Und auch nochmal genau beschrieben mit den Knöpfen und wie ihr wollt. Und haben wir auch in verschiedenen Farben, Sprachen, in Englisch, in Deutsch, in Chinesisch. Ja, etliche Sprachen. Also sollte eigentlich für jeden was mit bei sein. Und vom Style her finde ich den echt wirklich, wirklich richtig schick gemacht. Also das ist ein Hingucker, definitiv. So, das soll es jetzt soweit dazu auch gewesen sein. Ich hoffe, hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, Däumchen wären Träumchen. Und wenn ihr Fragen habt, in die Kommentare posten. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, ahoi. Sagt euer Odin.